Konnichiwa und herzlich willkommen zu einem Fall of the Samurai Seeschlacht-Kommentar. Ihr habt richtig gehört. Lange ist es her. Sie sind auf der Seto-Inlandsee gegen den Maidok 12 oder 12. Ach ja, also ich muss mal kurz durchatmen, weil das ist so. Das ist einfach so krass, weil das ist fast 2 Jahre her. Inzwischen im April war es, glaube ich, die letzte Ausgabe hiervon. Und da muss man schon echt sagen, dass das nochmal käme, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hoffe, das freut euch. Ich dachte mir einfach mal, warum nicht? Also die Seeschlachten werden ohnehin recht vernachlässigt. Ich bin so nicht so der Fan davon. Aber ich muss sagen, in Fall hat mich das immer sehr, 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 sehr stark beeindruckt. Es macht einfach dank dieser maschinenbetriebenen Schiffe viel mehr Spaß als sonst. Ich kann auch sehr schnell auf die Armee, auf die Flotte besser gesagt, eingehen. Und zwar haben wir hier ganz links eine hölzerne Korvette Kite-Klasse. Also überhaupt die hölzernen Schiffe gibt's ja. Da gibt's noch die mit Panzer überzogenen. Also da gibt's auch noch eine Kampagne weitere. Hier hat jetzt, glaube ich, noch gar nicht alle freigeschaltet, wenn ich mich nicht irre. Weil ich hatte ja danach leider nicht mehr weitergespielt. Dann habe ich noch eine hölzerne Korvette Kasua-Klasse. Und ein Schlachtschiff Gutetsu-Klasse oder Gotetsu-Klasse, weil das sind so ziemlich die beliebtesten Schiffe hier, diese Schlachtschiffe. Werdet ihr auch gleich sehen beim Gegner. Der hat nämlich nur 2 Schiffe, und zwar das eine ist ein Schlachtschiff, auch der Gotetsu-Klasse, das ist meistens der General, den kann man gar nicht beeinflussen. Und dann noch ein Schlachtschiff, die Roanoke-Klasse. Die Roanoke-Klasse war ihrer Zeit, muss ich schon sagen, und wahrscheinlich heute auch noch sehr, sehr, sehr beliebt. Man sieht sich mal an, was die hier aufwartet. Gut geschützt, muss man sagen, hier. Der Rumpf. Und die war schwer klein zu kriegen in diesem Falle. Aber ich will noch nichts spoilern. Hier oben wird die Windrichtung übrigens angegeben. Ja, am Anfang war erstmal so die Frage, was mache ich jetzt so konkret im Einzelnen? Wie stelle ich mich jetzt auf? Ich dachte mir, wo sind die Kräfte am ausgewogensten? Und da ich die hölzerne gegen, ja, diese eiserne Geschichte oder stark gepanzerte Geschichte aufweise, ist es natürlich nicht ganz so einfach. Deswegen, ich habe ja hier die Kayumaru-Klasse im Vergleich jetzt mal zu diesen beiden hier, ist ja, sag ich mal so, die Besatzung stärkste und hat auch die meisten Kanonen. Die haben nur 14 und 16 und die hat 9, hat es aber in sich, natürlich das Schlachtschiff. Kann auch rammen. Die Flammen könnten überspringen, mein Lord. Ja, das Schiff brennt, das ist so eine typische Sache, die immer wieder auftritt, wenn man den Motor überhitzt. Bei den Hölzernen noch mehr als bei den anderen. Das ist eine Sache, die stört mich heute noch. Aber es ist machbar, wirklich. Ihr müsst dann eigentlich einfach nur das Schiff reparieren. Es darf natürlich nicht im Kreuzfeuer gerade sein, weil dann können nämlich nicht die Kanonen bedient werden, so wie ich weiß, jedenfalls. Fahren kann man, glaube ich, noch langsam. Aber ein Teil der Besatzung, sieht er hier schon, muss sich um die Reparatur kümmern von dem ganzen Schiff. Und das dauert dann einfach viel zu lange. Das Gute in diesem Fall war, dass ich hier noch so zwei, ja, ich sag mal, Inselköpfe hatte, die hier rausragen, auf welchen Mann, ja, hinter welchen Mann wirklich gut Schutz genossen hat. Der Hauptkampf findet erstmal hier statt, gegen die Roanoke-Klasse. Wir können hier mal ein bisschen Cinematic-mäßig draufhalten. Da werden wir sehen, was dieses Schiff so alles drauf hat. Na, geht mal eine Salve ab. Okay, jetzt habe ich mal Glück gehabt, dass ich so gut getroffen habe. Man kann ja auch über die Ich-Perspektive, habe ich ja damals schon erzählt, selber draufhalten. Na, jetzt haben wir einen Schuss abgegeben. Was auch sehr spannend ist. Ich habe übrigens in dem Fall panzerbrechende Munition stringent aktiviert, so wie schnelles Nachladen. Explosionsladung hätten vielleicht dir auch geholfen, das in Brand zu setzen, überlege ich mir gerade. Wobei, die panzerbrechenden waren mir wichtiger, dass ich hier die Kanonen ausschalte. Versteht ihr? Das Brennen alleine reicht manchmal nicht unbedingt so stark aus. Mir war es wichtiger, die Kanonen auszuschalten, weil die haben einen ordentlichen Wumms bei den Schlachtschiffen. Ja, er hat bestimmt Explosionsladungen, hat man schon gesehen, aktiviert gehabt. Ja, okay, jetzt habe ich hier gerade. Was habe ich hier gerade aktiviert? Ja, genau, das schnelle Nachladen. Also. Mein Lord, ein Schiff steht in Flammen. Also steht wieder ein Schiff in Flammen. Der Sprecher hat aber auch keine Ahnung. Für die Besatzung besteht keine Hoffnung, ist vollkommen falsch, denn man kann es ja reparieren. Das Einzige, wie gesagt, was schlecht ist, ist, wenn man ein Kreuzfeuer steckt. Das ist das Schlechte. Aber das hier ist machbar. So. Aber man kann sehen,
die Roanoke-Klasse hat auch schon 10 Mann verloren, eine Kanone verloren, aber jetzt im Vergleich zu uns, ich meine, das Verhältnis ist für uns auch nicht gerade so zum Gunsten. Ja, wo haben wir denn hier die meisten gerade verloren? Hier, ja, mit der Kayomaru. Für mich war es am Anfang erstmal wichtig, viele Schiffe zu haben. Ja, also mir war klar, dass wieder irgendjemand auftaucht, der nur die Schlachtschiffe nimmt, weil ich habe nur mittleres Budget gewählt, sage ich mal, und das waren 10.000 Boku. Da kann man sich noch locker eine Roanoke holen, die kostet nämlich genau 10.000, also da hat er sein ganzes Geld hier auf dieses eine Schiff ausgesetzt, was überhaupt keine falsche Idee ist, weil das Schiff hat sehr lange durchgehalten. Und es wird auch noch einigen großen Schaden anrichten. Ich gehe jetzt mal ein bisschen auf Vorlauf, weil das, was jetzt passiert, ist jetzt im Prinzip so ein bisschen Hin- und Her-Geschichte. Ja, hier sieht es jetzt ein bisschen schlecht aus mit der Moral auf diesem Schiff, aber es hat sich noch gefangen. Allerdings wird das, glaube ich, das erste sein, was konkret flieht. Es brennt nämlich zum Teil auch. Und hier seht ihr schon selber, hier habe ich teilweise selber gegen die Insel geschossen. Hier sieht man auch noch hier. Ah, seht ihr hier? Ja, ich muss schon sagen, das Gelände oder die See mit den Inseln kann manchmal schon ganz schön hilfreich sein. Oder eben hinderlich. Es war in dem Fall irgendwie beides. Ihr seht, die Kanonentürme haben schon einiges an Schaden genommen. Aber das reicht natürlich noch lange nicht. Das Schiff hat eine sehr, sehr, sehr lange, ja, so sehr langes Durchhaltevermögen. Hier sogar der, wie soll man es nennen, der Schornstein hat schon was abgekriegt. Von diesem Dampfschiff. Das sind ja alles Dampfbetriebene. Mein Problem war, weil diese Lücke eben so klein war, dass ich irgendwie immer vorbeifahren musste. Ich glaube, ich habe auch teilweise ein bisschen selber Friendly Fire verübt. Ah, oh, shame on me, aber ja, gut. Das ist ja hier zum Beispiel. Das war unnötig, gebe ich zu. Allerdings, das ist nicht so ganz klar, wie das läuft. Ich nehme an, das ist so ähnlich wie bei den Landschlachten. Für die Besatzung besteht keine Hoffnung. Also da habe ich mir vielleicht ein bisschen selber gehandicapt. Soll aber noch nichts heißen. Ja, habe ich mich wirklich teilweise selbst erwischt. Ja, das ist halt das Dumme, wenn man so auf Autofire hat. Ich soll das, glaube ich, mal rausnehmen. Nächstes Mal. Das werde ich mir nur mal merken. Ich hoffe auch, dass das Replay nicht korrumpiert ist. Ich denke aber nicht. Genau, hier habe ich dann die Kayomaru-Klasse mal nach vorne geschickt. Bin dann hier mit dazu gefahren. Mit der Kasuga. Ein Schiff steht in Flammen. Für die Besatzung. Genau, richtig. Dann würde die Kayomaru, glaube ich, als erstes fliehen von diesen. Ja, genau, sie ist schon weg. Und dann kommen die anderen noch hinterher. Hier sieht es immer noch recht gut aus, finde ich. Also 66 Mann Besatzung, 9 Kanonen. Das reicht locker für dieses Schiff. Also, ja. Wie gesagt, ich bin auf Distanz geblieben, bin ich näher gekommen. Ja, das mit dem selber Handicappen sehe ich gerade so wirklich zum ersten Mal selber. Ja, da werde ich aber auch noch dran arbeiten. Wie gesagt, aber das war in dem Fall sowohl Vor- als auch Nachteil. Und das zweite Schiff ist auch geflohen, die Kasua-Klasse. Jetzt sah es natürlich richtig übel für mich aus, weil ich habe nur noch eine, machen wir sie hier, Kaiten-Klasse und noch das Kotetsu-Schlachtschiff. Das ist an sich einfach zu wenig. Seht ihr auch schon hier am eingeschätzten Verhältnis. Und da dachte ich mir dann, komm, es muss jetzt was passieren, muss was geschehen. Und habe was gewagt, was sicherlich aber auch sehr riskant war. Ich habe mein Schlachtschiff nach vorne gewagt und wollte diese hier rammen. Habe ich leider zu früh eingesetzt, wie man gleich sehen wird. Ich spule mal kurz vor, weil jetzt sind wir schon relativ weit gediehen in der Schlacht. Das sollte man echt erst in den letzten Sekunden einsetzen, aber da das meine erste Seeschlacht seit langem war und ich vorher echt keine andere jetzt gemacht habe, war das, denke ich mal, nicht so verkehrt. Eure Männer sind auf dem Rückzug. Genau, das ist dann auch abgehauen leider. Was wirklich gut war, was ich jetzt gar nicht so beachtet habe, dass hier die Kanonen an den Seiten ordentlich drauf geschossen haben. Das ist gerade, glaube ich, die Gatling-Gun, ja. Die hier oben eingesetzt ist, die jetzt, glaube ich, kaputt gegangen ist dann. Und da konnte ich hier viele Männer besiegen, die sind automatisch übrigens eingesetzt, und konnte den General vertreiben. Das schlägt natürlich ordentlich auch auf die Moral, während die Roanoke-Klasse noch damit beschäftigt ist, die ohnehin schon ja relativ schrottreifen, oder sagen wir mal,
für ja, den Kompost bereite Schiffe abzuschießen. Ja, bewege ich mich hier an die Ronoke-Klasse ran. Rammen hatte ich dann leider zu früh aktiviert, das ist jetzt schon wieder vorbei. Ja. Hier konnte ich dann aber ganz leicht dazuziehen, auch wenn mein General gebrannt hat. Wie ihr seht, hier ist die Schlacht zu Ende. Sehr knappes Ding auf jeden Fall. Ich muss sagen, der Gatling Gun habe ich viel zu verdanken, dass die aufgestellt war und dass die im richtigen Moment geschossen hat. Weil das habe ich gar nicht selber veranlasst, gebe ich zu. Mein Ziel war eigentlich die Roanoke-Klasse, weil sie stärker war. Im, ich sag mal, Zweikampf mit der Gotetsu-Klasse hätte ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt bestanden. Ja, mit dem Rammen hat leider nicht geklappt. Sollte ich mir aber auf jeden Fall fürs nächste Mal auch nochmal merken. Mich würde interessieren, was ihr von der Schlacht jetzt haltet. Es war sicherlich nicht eine Pro-Schlacht, aber ich denke mal, es ist ganz gut wieder zum Reinkommen. Und ich denke mal, es war auch eine gute Sache dafür. Man kann nämlich sehr wohl die Roanoke-Klasse schlagen, auch mit hölzernen Korvetten, muss man sagen. Immerhin 41 hat sie getötet, ne? Also hat die meisten Kills gemacht, kann man sagen. Hier meine Kotetsu-Klasse hat dann gegen Ende wirklich die meisten besiegt vom General. Der General war, muss ich sagen, an der Stelle hätten vielleicht in die Lücke mit reinstellen sollen, ja. Aber auch gefährlich, weil der General, muss man sagen, ist sehr empfindlich, was die Moral anbetrifft, das weiß ich noch. Wenn der eine Salve richtig heftig abkriegt, das hat man jetzt auch beim Gegner gesehen, dann ist eigentlich der Ofen fast schon aus. Trifft in dem Fall auch ganz gut, ne? Schaut euch jetzt mal an, 9960 Erfahrung hat er gemacht. Die meiste Erfahrung und ich habe es allein mit dem Schlachtschiff am Ende nochmal rausgerissen. Was ich schon sagen muss, hätte ich echt nicht mehr gedacht und ihr seht, es ist möglich. Wichtig ist immer die Moral, das kann man immer nur wieder predigen, weil wenn die erstmal zusammenbricht, dann kann auch der stärkste Kontrahent einpacken. Natürlich ist es so, dass in den meisten Fällen auch noch ohne General gekämpft wird, aber das ist dann irgendwie eine leidvolle Angelegenheit. Das hat man hier auch gesehen. Die Ronoke-Klasse hat danach noch lange ausgehalten, finde ich. Nicht sofort gewavert und dann geflohen, ne? Nee, es ging wirklich noch, aber es hat dann natürlich nicht mehr gereicht fürs Ende. Aber es war knapp. War wirklich sehr knapp. Ich hätte es auch fast verloren, wie man gesehen hat, weil mein Schlachtschiff ja auch gegen Ende gebrannt hat. Ihr seht, es ist natürlich auch möglich. Ich muss nur richtig treffen im Endeffekt. Ja. Es ist in der Hauptsache was fürs Auge gewesen und ich hoffe mal, ja, wenn ihr daran Interesse habt, ich würde das gerne weitermachen. Ich mache das wirklich sehr gerne mit diesen Schlachtschiffen und den hölzernen Korvetten und ich finde das auch ein wenig, ja, vernachlässigt inzwischen. Ich sehe eigentlich keinen, der das wirklich macht, obwohl es eigentlich noch hier, sehen wir es ja gleich wieder, die Ronoke-Klasse, obwohl das wirklich sehr klasse ist, ja, also es ist halt immer so just for fun, es ist nicht wirklich Skill dafür notwendig, aber es ist halt was fürs Auge und ja, wenn ihr das gerne mal wieder sehen wollt, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen, einen Kommentar zu hinterlassen. Ich werde auf jeden Fall da was ausfechten. Es ist wirklich spannend und es motiviert mich auch wieder, da ein bisschen mehr zu machen. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen und wir sehen und hören uns dann in der nächsten Folge dieser Seeschlacht-Kommentarausgabe wieder. Und ja, bis dahin sage ich erstmal Tschüss, Sayonara, bis zum nächsten Mal. Euer Taya Hiro.